Geschätzte Damen und Herren, im Namen der Region Sarganserland-Werdenberg begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Informationsveranstaltung hier in Grabs. Es freut mich, dass Sie in der vorweihnachtlichen Zeit unserer Einladung gefolgt sind. Und an dieser Stelle danke ich der Firma Lippuner EMT AG für das Gastrecht hier im Werk 3. Die Region Sarganserland-Werdenberg besteht aus 14 Gemeinden. Alle 6 Werdenberger Gemeinden sind Energiestädte und auch die meisten Sarganserländer Gemeinden. Buchs und Grabs sind sogar als Energiestadt Gold zertifiziert. In der ganzen Schweiz gibt es insgesamt nur 40 Orte mit dem Label Energiestadt Gold. St. Gallen sind nur diese 3 per Ende 16, das ist Stadt St. Gallen, Buchs und Grabs. Energiestädte fördern erneuerbare Energien, umweltverträgliche Mobilität und setzen auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen. Das Energiestadt-Label ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, für eine nachhaltige kommunale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen. Gemäss dem Bundesamt für Energie belegen Buchs und Grabs bei diesen kleinen und mittleren Energieversorgungsunternehmen in den Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien der hervorragende 2. bzw. 4. Platz. Das, wenn wir vom Bundesamt reden, logischerweise gesamtschweizerisch. Sie sehen, unsere Region engagiert sich seit Jahren für eine nachhaltige Energiepolitik. Mit dem Vorleben dieser Energiepolitik wollen wir auch die Bevölkerung und auch die Betriebe der Region auf dem Weg von einer nachhaltigen regionalen Entwicklung mitnehmen. Eine Umsetzung dieser Ziele auf der Stufe der öffentlichen Hand reicht nicht. Wenn auch unsere nächste Generation noch eine intakte Ressource vorfinden sollten. Ende Oktober ist in Grabs der Energiepfad eröffnet worden. Der Energiepfad Grabs ist ein Lehrpfad, wo vorbildliche Objekte bezüglich Produktion und erneuerbare Energie sowie Energieeffizienz miteinander verbindet und bezeichnet. Vielseitige Erkenntnisse und Erfolg werden auf ganz anschauliche Weise der Öffentlichkeit näher gebracht. Für die nachhaltige Sicherung des Energiepfad Grabs ist ein Verein gegründet worden mit dem Zweck, den Energiepfad zu unterhalten und zu erweitern. Mitglied von dem Verein Energiepfad Grabs können Privatpersonen, aber auch Unternehmen werden. Ich lade Sie herzlich ein auf einen virtuellen Rundgang auf energiepfad.ch. Dort sehen wir das neue Projekt von Grabs. Jetzt denke ich, habe ich aber genug Werbung in eigener Sache gemacht für Grabs und auch für Buchs. Und von dort her wünsche ich euch jetzt sehr eine interessante Präsentation da von den verschiedenen Referenten und würde gerne Martin Sulzer, CEO von der Firma Lippuner EMT, das Wort übergeben. Danke vielmals. Ich danke Niki für die gute Einführung und ich möchte euch im Namen von der Lippuner EMT recht herzlich bei uns begrüßen. Uns freut es auch, dass wir so eine Veranstaltung von der Region Sarganserland-Werdenberg und von der Energieagentur St. Gallen zusammen hier bei uns abhalten können. Ich würde euch jetzt einfach kurz die Firma Lippuner vorstellen. Wer sind wir? Was machen wir? Also
Firma Liebbunder gibt es seit 1940 in Grabs. Aus einer kleinen Spenglerei ist der jetzige Betrieb entstanden. Wir sind jetzt hier an diesem Gebäude, hier an diesem Multifunktionsraum drinnen, wie wir sagen. Und momentan haben wir den Bereich Lüftung, Heizung, Kälte, Sanitär, Steuerungen, das ist sehr wichtig. Dann der Service und Unterhalt. Und dorthin haben wir jetzt neu die New Energies angegliedert. Weil New Energies ist für mich, wenn man im Service Unterhalt die Anlagen gut betreibt und das weniger Energie braucht, ist das auch New Energy. Energie sparen, weniger brauchen. Und New Energies ist natürlich auch neue Energieformen, erneuerbare Energieformen, die wir in diesem Bereich abwickeln. Dann haben wir Blechverarbeitung, das ist eine Art aus der Spenglerei heraus entstanden und das ist das, was wir jetzt haben. Und ein Stahlbau ist bei uns, also die 8 aktiven Bereiche. Wir sind momentan hier in ca. 350 Mitarbeiter und machen ca. 90 Millionen Umsatz pro Jahr und haben natürlich auch noch viele Temporäres auf den grossen Baustellen in Basel und in Bern. Arbeiten noch einen Haufen Temporäre für uns. Das ist in kurzen Worten. Was machen wir? Wir entwickeln Haustechnikkomponenten, maßgeschneidert auf jedes Gebäude, bieten moderne Blech- und Stahlverarbeitung für Apparate aller Art. Hier ein paar Beispiele. Hier sehen wir die Decken. Das ist für uns heisst das Produkt en bloc. Hier tun wir mit diesen Deckensägeln, wie ihr hier oben gesehen, tun wir heizen, kühlen, die Akustik machen, also dass die Akustik stimmt im Raum. Dann kommen wir auch lüften über die Segel. Die Beleuchtung mit LED ist integriert und es ist auch ein Designelement. Also wir probieren mit dem gleichen Bauteil möglichst viele Funktionen zu verbinden und da haben wir recht gute Erfolge jetzt in modernen Industrie- und Bürobauten mit diesen Elementen. Und die bauen wir komplett selber und dann noch das Licht integrieren. Hier ist ein Beispiel mit der neuen Raststätte. Da ist jetzt Küchenhaube. Die haben wir komplett hier gefertigt und dort draussen aufgebaut. Einfach, dass ihr seht, das ist jetzt Chromstahlarbeit mit Zu- und Abluft, Beleuchtung. Einfach alles in diesem Arbeitsbereich ist komplett von uns gemacht worden. Nebst der restlichen Haustechnik, die wir auch dürfen machen. Hier ein Beispiel bei diesen Doppelstockzügen machen wir hier oben die Klimablende als Beispiel und hier die komplette Treppe. Also das ist jetzt Metall kleben und da tun wir verschiedene Metalle zusammen kleben und der Teppich geht auch fertig drauf und dann wird der zu Stadlerrail geliefert. Das ist einfach auch moderne Blechverarbeitung, die relativ anspruchsvoll ist an verschiedenen Fahrzeugen. Hier ein Beispiel, das möchte ich einfach kurz erwähnen, dann im Jahr 2000 haben wir für Pago Luftaufbereitung gemacht auf ihre Druckmaschine, zum Farben zu trocknen, haben wir machen. Dort heraus ist ein Produkt entstanden, das wir auch noch dazumal auf London geliefert haben. Und jetzt am 15. sind die wieder auf uns zugekommen und haben gesagt, sie brauchen nochmal diese Maschine. Sie seien sehr zufrieden gewesen. Und dann haben sie gesagt, ja, der die Druckmaschine baut, ist Konkurs. Der ja, ist nur verfügbar. Dann hat er gesagt, sie wollen es von uns, sie wollen einen kleinen haben, weil mit dem Know-how gehen sie nicht zu einem grossen Druckkonzern. Haben wir gesagt, gut, wenn wir zusammen arbeiten, bringen wir die Druckmaschine auch her, haben dann die so miteinander ingenieren und wirklich komplett bauen. Und das ist Druckrechnungswerk mit Wärmerückgewinnung drauf. Da tun wir mit 120 Grad wir da Produkte rechnen, die sie für Diabetes-Anzeige brauchen oder eben für den Zuckergehalt im Blut zu messen. Und das ist die einzige Druckmaschine mit Wärmerückgewinnung, die es gibt, die wir bis jetzt gesehen haben. Und da wird jetzt gerade schon diese Woche werden es die zwei bestellen. Die geht dann auf Irland, die ist auf London, also auf Oxford gegangen. Und ja, das sind einfach Sachen, die aus einer Wärmerückgewinnungsidee heraus möglichst wenig Energie brauchen, ist man eigentlich in Apparatebau und jetzt schlussendlich in den Druckmaschinenbau reingekommen. Und ja, für mich ganz ein interessantes Objekt, wie man halt da gute Aufgaben kann schaffen für die Mitarbeiter. Und die sind dann auch motiviert und haben Freude, wenn sie so ein Gerät doch um fertigstellen und in London in Betrieb nehmen. Dann bieten wir Komplettlösungen für Haus- und Energietechnik, sowie Stahlverarbeitung. Metall am Bau, kann man sagen, machen wir eigentlich alles. Das ist ein Beispiel Trumpfgerüsch, ein Holzhaus und da haben wir den Reinraum komplett reingebaut, also so eine weisse Hütte.
die dann mit Heizen, Kühler, Lüftung auf höchstem Niveau ausgestattet worden ist. Das sind Sachen, die wir gerne machen. Gesamtverantwortung für die Reinheit und nachher für einen guten Betrieb. Hier ein Beispiel das Langquart oben, kompletter Gewerbebau, Fassaden, Fenster, komplette Haustechnik, Photovoltaik. Da haben wir eigentlich alles gemacht, außer Betonarbeit und Strom. Als komplettes Angebot an einen Gewerbetreibenden in Langquart. Ja, Fenster, Türen, das war alles so dabei gewesen. Dann stehen wir für die Effizienzsteigerung in der Infrastruktur und sind ein vertrauenswürdiger Partner. Hier ein Beispiel in Pfalz oben, ist um die Kühlung gegangen von ihrer PET-Blasmaschine. Die Maschine hat 40 kW elektrisch gebraucht, Kühlmaschine, die sie machen wollten. Wir haben einen Vorschlag gemacht für Grundwasser, es gab ein paar Diskussionen gegeben, weil der Maschinenhersteller lehnt natürlich jede Garantie ab, wenn man nicht seine Komponenten nimmt. Das ist allerdings noch heikel, wenn man so einen Produktionsbetrieb. Aber die läuft jetzt seit 4 Jahren ohne Unterbruch mit einer Grundwasserkühlung und vom Energieverbrauch her sehr interessant für einen Betreiber. Aber was ich auch sagen muss, die hätten das natürlich auch nicht gemerkt, wenn die Kältemaschine hergekommen wäre, wäre es jetzt einfach da 40'000 Franken im Jahr höher. Das ist, die Sensitivität ist nicht wahnsinnig groß. Es gehört einfach dazu, es braucht so viel Strom. Aber da der jetzige Betriebsleiter oder technisch verantwortlich ist natürlich recht Fan jetzt von dieser Anlage. Der hat das realisiert und der kommt jetzt immer wieder mit Anfragen. Da einfach, wir wollen wiederkehrende Kunden, das Wichtigste, oder das Schönste ist, wenn ein Kunde wieder zurückkommt. Und beim Coop, jetzt als Beispiel Coop Postschweiz, da sind wir immer irgendwo am Planen oder am Bauen. Dann wollen wir auch da sein für unsere Kunden nach dem Bauen. Wir machen zum Beispiel den Service im Lötschbergtunnel. Das sind 4 Leute haben wir im Frutigen, wo 3 davon mehr oder weniger immer im Tunnel sind. Und auch jetzt Zusatzarbeiten kommen machen. Jetzt können wir gerade die Sanierung der Kälteanlage auf dem restlichen Netz von der BLS überkommen. Das sind interessante Sachen. Und jetzt auch das Hilti-Areal hier in der Schweiz und im Liechtenstein können wir komplett machen seit 5 Jahren. Einfach Unterhalt, dass die Anlagen gut laufen. Und da ist auch eine Win-Win-Situation. Seit wir dran sehen, haben am Sonntag viel weniger Störungen. Am Sonntag jetzt halt all doppelten Tarif gegeben. Ja, dann bieten wir alternative Energieerzeugungsanlagen. Hier ein Beispiel. Das war eine Maisdröchnung in der Weite oben. Die haben jetzt schon 35 Tonnen Öl gebraucht pro Jahr. Dann haben wir überlegt, wie könnte man das machen. Und jetzt tun wir mit den Resten vom Kolben tut man das Ganze beheizen, die Tröchnung betreiben. Es ist irgendwo 250 kW Leistung. Und dank unserem Feinstaubfilter, wo wir hier beteiligt sind, für den Ökosolf im Plons, haben wir auch alle Messwerte können einhalten. Das ist nicht ganz einfach, hier mit Ernteresten zu führen, weil die haben relativ viel mineralische Anteile und. Aber mit dem Filter haben wir es hergebracht. Und da ist jetzt einfach 35 Tonnen Öl ist ersetzt und er kann die Abfälle, die sowieso mühsam waren, weil die heben dann noch relativ lange auf dem Acker. Das siehst du 4-5 Jahre, wenn du die Reste wieder rausbringst, weil sie so zäh sind. Und dann sind sie verbrennt und ist ein schöner Kreislauf. Hier ein Beispiel, eben, ich schreibe, ehemalige Melander Fischfarm. Der Herr Raab hat einfach gesagt, er will autonom, unabhängig sein von den Netz. Dann haben wir 2 Pflanzenölblockheizkraftwerke hier mit je 300 kW elektrischer Leistung. Und das Gesamtsystem mit Absorberkälte für ihre Metzgerei. Und das war eine sehr schöne Anlage. Es hatte ein anderes Problem. Und dann ist halt alles miteinander nur so gut gelaufen. Aber die Anlage ist sehr gut gelaufen. Und wir haben auch schöne Kälte produziert und Strom hier. Dann sind wir ein leistungsfähiger Partner für anspruchsvolle Klimaprojekte. Zum Beispiel Messe Basel, das war 2012. Das war für uns 30 Millionen, die wir in 6 Monaten umsetzen mussten. Also wir haben die Kälteanlage, die Steuerung und die Lüftung gemacht. Es hatte einen Haufen Basler, die froh gewesen wären, wenn die Ostschweizer das nicht hergebracht hätten. Aber es war irgendwie wirklich der Eintritt in den Basler Markt. Also neben dem Teig in Basel aktiv sein. Und ja, wir haben es dann geschafft zur Zeit da, ist die Messe schon wieder aufgegangen. Und jetzt haben wir die grösste Baustelle momentan, ist das Biozentrum von der Uni Basel. Das ist 25 Millionen Lüftung, die wir jetzt gerade am Umsetzen sind. Und ja, da sind wichtig, wenn man eigene Werkstätte hat, kann ein bisschen vorfabrizieren, wenn dann so viel Leistung gebraucht wird. Und noch einen speditiven Transport, wo die eigenen Auflicker unterdessen sind, nur noch die eigenen Auflicker einfach unterwegs sind und noch ein bisschen als Lager dienen.
Dann prüfen wir und verbessern wir unsere Umweltleistung permanent. Da ist einfach das Beispiel von unserem Areal. Da sind 750 kW PV drauf und wir produzieren gut 70% von unserem Stromverbrauch relativ zeitgenau. Also wenn wir arbeiten, haben wir auch Strom. Das passt relativ gut. Dann hier, wo wir jetzt gerade dran sind, Beispiel Riedmatt-Center Räumlang. Das ist eine Sanierung des ganzen Einkaufszentrums, wird hier erweitert, komplette Haustechnik ersetzt und jetzt haben wir auch mit einer PV ergänzen. Das gibt hier echt ein gutes Konzept, ist noch nicht das Optimum, aber wir arbeiten mit hier und versuchen, möglichst erneuerbar das Ganze zu betreiben. Das ist der Schütz hier in Mundlingen, den wir jetzt gerade komplett Haustechnik erneuert. Das war auch eine schöne Aufgabe. Und hier ist als Beispiel unser Gewerbepark zu Grabs. Das ist auch eine Eigenverbrauchsgenossenschaft. Das ist jetzt noch nie abgerechnet worden, aber da ist einmal die Idee, dass man das so machen kann, auf der eigenen Parzelle den Leuten oder PV-Strom direkt zum gleichen Preis verkaufen. Das haben wir vor 3 Jahren angefangen, ist jetzt zu 95% vermietet. 5% sind zu mieten, wenn irgendwer ein bisschen Fläche braucht. Aber es ist, das meiste ist noch versprochen. Aber gut. Warum machen wir das? Also das ist eine von unseren Visionen. Gebäude liefern Energie in zukünftige Netze. Und ich denke, wir haben uns jetzt entschieden für die Energiewende 2050. Das war ein ganz wichtiger Entscheid und wir möchten hier daran mitschaffen. Und da ist natürlich das Gebäude hier als Ganzes sehr wichtig. Und dass das ein Prosumer wird, also ein Produzent und ein Konsument, verbrauchsoptimiert, dass wir möglichst die Systeme gut einstellen, erneuerbar betrieben und unabhängig. Das ist ganz wichtig und ich möchte nur ganz schnell zu einer von den Motivationen kommen. Der aktuelle Syrienkrieg ist irgendwo vor 8 Jahren, denke ich, dann auch der Grundstein gelegt worden von dem, weil Katari haben wollen, also da, die Kollegen da, das ist jetzt da der saudische König, haben wollen da durchfahren. Hier durch Syrien und dann auf Europa mit einer grossen Gasleitung. Und da der Gazprom-Kollege wollte hier rüber und dann da weiß ich nicht genau, aber der Weg wäre auch dort gewesen. Und weil die schon lange, der Assad schon lange da am Gazprom die Stange hebt, hat er gesagt, nein, ihr kommt da nicht durch. Und dann haben halt die da, oder der Vorgänger von denen gesagt, du, der muss weg in Syrien, wir wollen eine Regierung, die uns dort den Weg durchlässt. Das Problem ist ja, unter dem Persischen Golf ist ein grosser Gasblatter, also das grösste Gasvorkommen hier auf der Welt, das es gibt. Und es sind 2 Nationen, die Irani und die Katari, sind am Bohren und am Saugen am gleichen Ballon. Jetzt wollen sie natürlich möglichst viel fortbringen auf jeder Seite, oder? Und das ist immer das Gleiche. Es geht um Energie, es geht um Geld. Und wenn irgendwas nicht geht, dann probiert man halt hier die Regierung zu untergraben und es ist einfach extrem instabil. Es sind jetzt noch ganz ein Haufen andere Prozesse mit Ries und allem da dazugekommen, aber der Ursprung ist das da, der Streit um die Pipeline-Geschichte von diesen 2 Grossen. Und ein Wegbringen aus dieser Sache nur, wenn die Gewinnmöglichkeiten verkleinert werden. Oder? Und darum muss man weniger kaufen, dann ist da ja noch nicht das Interesse, dass das Gas möglichst viel auf Europa geliefert wird, weil dann überleistet, wenn Europa nur viel Gas bezieht, überleistet, ob du so eine grosse Leitung baust. Und durch das könnte das auf jeden Fall auch ein bisschen entspannt werden. Und schön wäre ja, wenn der da nicht für 300 Milliarden bei dem da Waffen kaufen und dann stolz ist, jetzt irgendwie wieder ein hoher Deal gemacht und das sei wieder alles gut für die ganze Welt. Und ich denke, darum ist wichtig, dass wir wegkommen von fossiler Energie. Neben dem, dass noch viel weniger Geld aus der Schweiz abfließt, wenn wir nur alles fossile kaufen und Klimaerwärmung und eben endliche Ressourcen, das hat noch ganz viele Themen. Aber das Wichtigste ist, die Gewinnmöglichkeiten müssen verkleinert werden, dann wird das ganze Gebiet hier beruhigt. Einfach eine der Motivationen, warum wir hier daran arbeiten. Grüezi miteinander. Ja, wir haben heute einen Anlass, dass wir eben heute auf KMU eingehen können. Das ist ganz wichtig, weil KMU können auch einen grossen Beitrag leisten im Bereich Energieeffizienz, CO2-Reduktion und so weiter. Ich möchte aber zuerst, da hat Niklas Lippuner bereits angesprochen,
gesprochen, was so ein bisschen läuft in der Energiepolitik oder auch in der Umsetzung der Energiestrategie. Glücklicherweise haben wir ja in diesem Jahr, am 21. Mai, ja gesagt zu dem Energiegesetz, zu der Umsetzung dieser Energiestrategie. Ich denke, jetzt, der Weg ist geebnet. Jetzt haben wir wirklich die Möglichkeiten, dass wir diese Umsetzung jetzt machen können. Der Kanton St. Gallen hat schon im Jahr 2008 das Energiekonzept formuliert. Und da sind eben diese Ziele drin. Die sind eigentlich auch europaweit, verfolgt man diese Ziele. Ich bin jetzt gerade in einem Projekt dabei. Alle diese Länder haben ähnliche Ziele. Also, manchmal ist die Anzahl noch etwas anders. Oder? Bei uns ist es jetzt so, dass wir die Gesamtenergieeffizienz um 20% erhöhen gegenüber dem Vergleichsjahr, Referenzjahr 2008. Beim CO2 ist es das Jahr 1990 und bei den erneuerbaren Energien ist es auch das Jahr 2008. Und letztlich ist das dann eigentlich unsere Idee, oder? Dass wir die 2000 Watt Gesellschaft erreichen. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine Vision, das ist ein sehr, sehr ein ambitiöses Ziel. Nämlich heute sind wir in der Schweiz etwa bei rund 6000 Watt pro Person. Also das heisst, wir haben noch einiges vor. Aber der Herr da, den wir auch vorher auf dem Bild gesehen haben, über dem Teich, die sind bei 12'000 Watt, oder? Also da, die haben noch viel die grössere Aufgabe vor. Aber nichtsdestotrotz, das ist eben der Weltschnitt, die 2'000 Watt, oder? Dort werden alle Länder mit berücksichtigt, die viel weniger Technologie haben, die sind natürlich da weit drunter. Und das ist eigentlich das Ziel, das wir erreichen möchten. Jetzt, die Ziele sind ja gut, aber entscheidend ist ja auch, wo sind wir denn überhaupt, oder? Wo stehen wir? Wenn man das anschaut, wenn man gerade den Energieverbrauch anschaut, dann ist es eigentlich nicht so, dass der zurückgeht, sondern dass der immer noch ansteigen wird, vor allem der Strom. Und das ist natürlich so, oder? Wenn Sie heute umschauen, hat es jene Kräne, also es wird gebaut, es werden mehr Energiebezugsflächen gebaut, oder? Das sind neue Häuser, Mehrfamilienhäuser, es ist ein rechter Bauboom noch im Gang und natürlich auch das Verkehrsaufkommen, das nimmt auch laufend zu. Und das wirkt natürlich diesen Zielen völlig entgegen. Und auch der Stromverbrauch. Mit Effizienzmassnahmen probiert man das zu kompensieren. Natürlich auch mit effizienteren Geräten im Einsatz und so weiter. Und da müssen wir sagen, im Kanton sind wir da nicht ganz auf der Zielgerade. Sie sehen, wir sind, wenn man das so hochrechnet, sind wir etwa da im Jahr 2020. Und das ist natürlich nicht positiv. Jetzt, wenn wir die vielleicht gerade dazu, ich habe vom Verkehr geredet. Ich möchte hier noch schnell kurz auf Mobilität eingehen. Früher, 1950, hat 47 Leute haben quasi ein Auto gehabt, zusammen, oder? 2011 war es zwei Personen. Heute sind wir bei 1,6 vielleicht, 1,5 Personen. Und ja, das ist natürlich eine Wahnsinnsentwicklung. Wenn man hier den Verkehr anschaut, sogenannte Modalsplit, da sehen wir hier im Sarganserland Werdenberg, da sind 71% der Leute sind mit dem Auto unterwegs. Also das ist der Arbeitsweg, oder? 8% mit dem ÖV und 15% ist Langsamverkehr und 15% ist ÖV, das ist klar. Da haben sie andere Distanzen und auch zum Teil der ÖV ist nicht gleich erschlossen wie in der Stadt St. Gallen und Umgebung zum Beispiel. Oder? Das ist klar, wobei der Schnitt Schweiz ist so 66%. Ja, im Kanton St. Gallen sind wir da auch eigentlich in guter Gesellschaft. Dann, oder wenn man da anschaut, ein Auto steht im Schnitt etwa 23 Stunden steht da irgendwo. Also eine Stunde braucht man ein Auto. Das heisst, die Nutzzeit ist kleiner als 5%. Wenn man den Verkehr anschaut, den Arbeitsverkehr, den Pendelverkehr, dann sitzen ja, da sehen Sie selber, vielleicht eine Person, maximal zwei Personen sitzen in einem Auto. Und im Schnitt ist es 1,1 Personen, die da täglich unterwegs sind. Ja, da sehen Sie, wir haben heute 6 Millionen zugelassene Autos in der Schweiz. Und 3 Millionen sind laufend täglich unterwegs. Wenn wir jetzt hier, wenn nur zwei Personen drin sitzen pro Tag, pro Auto, dann würden wir auf das Niveau, also von diesen 3 Millionen, wir kommen auf 1,5 Millionen ab, und dann wären wir eigentlich dort bei den zugelassenen Fahrzeugen 1970. Also Sie sehen, wir haben eigentlich nicht ein Kapazitätsproblem, oder?
sondern wir haben ein Auslastungsproblem. Beim ÖV ist eigentlich das Gleiche. Wir haben nur in den Stosszeiten, oder, sind die Züge voll. Aber darum braucht es eben, es braucht Konzept. Die Elektromobilität ist ein Teil der Lösung, das ist klar. Aber es braucht auch Firmen, die Mobilitätsmanagement machen. Und da gibt es schon sehr viele gute Beispiele. Auch hier im Gebiet Region Sarganserland Werdenberg, im Rheintal, da gibt es Firmen, die schauen, die tun sich damit befassen, wie kommen ihre Mitarbeitenden ins Geschäft und wie gehen sie wieder heim am Abend. Und da braucht es in allen Bereichen braucht es da neue Konzepte. Aber eigentlich sieht man, das ist ganz etwas Wichtiges, oder? Dass man nicht Kapazitätsproblem haben, sondern dass wir ein Auslastungsproblem haben. Weil, wenn man es mit dem Auto vergleicht, wir wohnen ja auch nicht in einer 10-12-Zimmer-Wohnung, oder? Also, so ist eigentlich das Auto ausgelegt. Gut, das war zum Verkehr, dann Reduktion CO2-Emissionen, das sieht eigentlich gut aus. Da kommen wir auf etwa 17%, wenn wir das so weiterverfolgen. Aber wir sind jetzt dran, auch gewisse Massnahmen zu verschärfen, sodass wir das Ziel erreichen können. Dann im Bereich erneuerbare Energien, da reden wir von Strom und Wärme. Da sieht es eigentlich auch relativ gut aus, dass wir im Kanton St. Gallen auch das Ziel erreichen können. Dann ist vielleicht noch wichtig, ja, wie heizen wir denn heute in der Schweiz, oder? Und das ist halt immer noch so, dass da gibt es eben etwa 70%. 70% ist immer noch fossil. Und da gibt es ja grosse Anstrengungen, zum Beispiel Fernwärme. Da sind auch viele Gemeinden dran, die machen Wärmenetze. Und da ist sicher auf gutem Weg. Der Solaranteil ist noch sehr, sehr klein, oder? Hingegen da die Wärmepumpe, die sind massiv am Zulegen. Und die Wärmepumpe ist ja ganz etwas, ist ein gutes Effizienzheizsystem, wenn Sie es mit einer Elektroheizung vergleichen. Bei einer Elektroheizung haben Sie eigentlich so viel Wärme, können Sie erzeugen, wie Sie vorne Strom reinlassen. Also das ist praktisch eine 1-zu-1 Umwandlung. Oder? Hingegen bei einer Wärmepumpe ist wir reden hier von Jahresarbeitszahl, ist Faktor 4. Bei einer Luft-Wasser mindestens. Oder? Also das heisst, Sie kommen viermal mehr Wärme über, als Sie Strom, Energie hineinstecken. Und das ist genau der Weg. Eine Wärmepumpe zusammen mit der Photovoltaikanlage, das ist eigentlich heute das System, das man wirklich forcieren muss und das sich jetzt auch mittlerweile wird durchsetzen wird. Dort, wo es keine Fernwärme gibt. Oder? Das ist so einfach die Ausgangslage, wo wir stecken. Und dann, da ist eigentlich wichtig, wie setzt sich der Energieverbrauch zusammen. Verkehr, 35%. Dann Haushaltige, also auch wir selber, jeder von uns, kann da natürlich auch einen Beitrag leisten in den eigenen vier Wänden. Und eben Industrie- und Dienstleistungen, 36%. Und wir sind darum heute zusammen, dass wir schauen, wie können wir diesen Bereich, was können wir da bewegen, was gibt es für Massnahmen, wo auch, aber gibt es auch für Anreize, dass sie sich da in die Richtung entwickeln. Es gibt schon viele Firmen, die da sind, an diesen Effizienzmassnahmen. Da gibt es sehr viele gute Beispiele. Aber da ist noch sehr viel Potenzial herum. Und da geht es heute eigentlich darum, dass wir da eben versuchen aufzuzeigen, wo die Möglichkeiten sind. Und ich, von der Energieagentur her, ich möchte Ihnen zeigen, was der Kanton da für Fördermassnahmen auf die Beine gestellt hat. Wir haben gerade vor einem Jahr haben wir gestartet mit diesen Fördermassnahmen. Und auf die würde ich jetzt eintreten. Oder wenn Sie eine Firma heute anschauen, dann gibt es schon gute Möglichkeiten, wenn man in der Betriebsoptimierung gewisse Schritte macht. Das sind eigentlich die Massnahmen, die praktisch wenig Investitionen zur Folge haben, wo man mit geringen Mitteln wirklich eine Optimierung machen kann. Also das heisst, ich habe noch ein paar Beispiele. Denn wenn es um Investitionen geht, dann braucht es die professionelle KMU-Energieberatung, wo man eben dann probiert, wirklich die Aggregate, die völlig ineffizient sind, dass man die aus dem Verkehr zieht und in neu investiert. Dann haben wir auch die Landwirtschaft angeschaut. Wir haben das Gefühl, wir wissen, das ist sehr ein wichtiger Teil, ein Sektor, wo wir jetzt auch die entsprechenden Beratungen auf die Beine gestellt haben und wo wir eben auch finanziell unterstützen. Und die Beratung ist wohl gut, aber es ist wichtig, dass nachher auch wirklich etwas umgesetzt wird. Und darum haben wir hier einen Umsetzungsanreiz generiert. Ich komme noch darauf.
Jetzt kurz Betriebsoptimierung. Wir arbeiten hier mit akkreditierten Organisationen zusammen. Und das ist ACT oder ENAF und ENAGO für Betriebsoptimierung. Und da ist es so, dass die Beratungsleistung, die wird finanziert vom Kanton, also aus dem Förderpott raus. Denn der Berater, eben da sieht man, für wer das, also das ist auch für Mehrfamilienhäuser, das ist ganz wichtig, für KMU und eben Dienstleistungsbauten. Wichtig ist, dass der akkreditierte Berater, ACT oder ENAF, wie es der Reto Keller ist, von der LIPU und EMT, macht eine Begehung in dieser Firma und schaut, so, wo gibt es überhaupt Optimierungsmöglichkeiten. Nachher schreibt er einen Bericht und dann ist wichtig, dass er dann noch die Möglichkeit hat, dass er auch dass er finanziert wird, dass er dann nochmal eine kurze Begehung machen kann oder dass er eben die Firma dann begleiten kann, wenn sie dann die Optimierungen wirklich auch umsetzt. Das ist so das Vorgehen bei der Betriebsoptimierung. Hier hat es ein paar Beispiele. Und es ist relativ einfach, mit einfachen Mitteln. Wir haben schon festgestellt, hier bei der Druckluft, da gibt es sehr viele Leckage in den verschiedenen Betrieben. Und das ist natürlich Energie, die einfach so verpufft wird. Da kann man schon einiges erreichen. Und ich meine, der Reto geht noch mehr auf das Thema ein. Oder zum Beispiel haben wir auch festgestellt, die Lagerräume, da wird, einerseits sind die beheizt und vor allem brennt da tagelanges Licht, oder? Obwohl vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden ist jemand rein, pro Tag oder pro Schicht. Und auch da gibt es wirklich, mit einfachen Mitteln kann man da sehr viel Energie sparen. Serverraum ist auch ein Thema, oder? Die werden ja abgekühlt und das ist natürlich nicht gut. Und da, wenn man da nur schon mit 3 Grad weniger abkühlt, dann kann man da schon einiges erreichen. Und das Neueste ist ja eigentlich, dass man die Abwärme von grossen Serverräumen, dass man die quasi rückgewöhnt und die kann einsetzen, zum Beispiel in neue, moderne Energienetze. Das sind ja Niedertemperaturnetzwerke. Also da kann man wirklich die Wärmerückgewinnung kann man da anwenden. Und dann eben Beleuchtung, dass man die eben steuert, mit Bewegungsmeldern und so weiter. Das sind so mögliche Massnahmen. Dann bei der KMU Energieberatung, da decken wir Betriebe abdecken, wo zwischen 50'000 und 500'000 Kilowattstunden Strom brauchen im Jahr. Und das sind ja die, die unter den Grossverbraucher sind. Oder? Von da ist ja die Schwelle zum Grossverbraucher. Die sind ja verpflichtet, Effizienzmassnahmen einzuleiten und umzusetzen. Das ist der Grossverbrauchartikel vom Kanton. Jetzt, das ist ja alles auf freiwilliger Basis, aber da mit dem dieser Fördermasse möchte man wirklich bewirken, dass die KMU beraten werden und dass sie sich da um die Themen kümmern. Und da reden wir dann von investiven Massnahmen. Auch hier das gleiche Prozedere. Der Berater geht vor Ort, macht einen Bericht und dort auch, hat auch die Möglichkeit, dann die Begleitung zu machen. Da gibt es verschiedene Massnahmen, eben Ersatz von Motoren, effiziente Motoren einsetzen oder Frequenzumrichter an Motoren anzutun, dass sie im optimalen Betriebspunkt betrieben werden und so weiter. Dann die Landwirtschaft, auch da ist das gleiche Prozedere. Da gibt es natürlich andere Schwerpunkte, wo man zum Beispiel Wärmerückgewinnung aus Milchkühlungsanlagen für die Wassererwärmung, das ist eigentlich das Prozedere, wo sehr viel Sinn macht und wo auch den effizient ist. Ja, jetzt wie der Umsetzungsanreiz. Eben, es geht darum, dass dann auch umgesetzt wird. Und da ist es so, pro eingesparte Kilowattstunde gibt es 30 Rappen. Und da fängt dann mit 3'000 bis maximal 30'000 Franken kann da ein Betrieb wird da zurückerstattet, wenn er eben die Massnahmen umsetzt. Und da geht es eigentlich darum, dass man mit dem Beitrag probiert, die Amortisationszeiten von den Investitionen von 8 auf unter 4 Jahre zu bringen. Das ist eigentlich die Idee von dem ganzen von dem Umsetzungsanreiz. Jetzt nochmal vielleicht zur Übersicht. Wie sieht das aus? Betriebsoptimierung, das ist da oben der Pfad. Und ich meine, da könnte es dann weitergehen mit ENAGO, also eine längerfristige Betriebsoptimierungsberatung oder auch, dass der Prozess wirklich dann weitergeführt wird. Da ist die Schiene von der KMU-Beratung, wo es eben um die investiven Massnahmen geht. Und das sind übrigens die Beträge. Also ein Optimierer kommt da 2'000 Franken über für die
für die Beratungsleistung, die ihr hier erbringt. Also für das KMU ist es kostenlos. Auch die KMU-Beratung ist da gleich aufgestellt und für die Landwirtschaft ebenso. Und bei den zwei, wo es eben um investive Massnahmen geht, gibt es die 30 ab für die Einsparung. Und natürlich ist das Ziel, dass die Firmen dann die freiwillige Zielvereinbarung machen, so dass die in den nächsten 10 Jahren die Effizienzmassnahmen auch wirklich begleitet werden. Und dass die Ziele erreicht werden, so dass die CO2-Abgabebefreiung dann wirklich zum Tragen kommt. Jetzt möchte ich noch schnell die wichtigsten Fördermaßnahmen aus dem Förderprogramm vom Kanton Ihnen aufzeigen, weil Sie sind auch mit Häusern und so involviert, haben vielleicht selber eigene Häuser oder Mehrfamilienhäuser oder Dienstleistungsbauten oder Nichtwohnbauten. Und ist mir wichtig, dass ich noch kurz die Möglichkeit habe, da Ihnen mitzuteilen. Bevor der Hausbesitzer überhaupt einen Pfand in die Hand nimmt für eine Investition, soll er sich zuerst ein Konzept erstellen lassen. Wir haben mittlerweile etwa 200 Berater, die sind von uns geschult. Die sind in der Lage, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser zu beurteilen. Die machen ein Konzept und das ist eigentlich zu 90% vom Kanton finanziert. Wichtig ist, der geht vor Ort, dort den Zustand vom energetischen Zustand des Gebäudes, also die energetische Qualität beurteilen. Und er schaut auch, wie ist der Wärmeverbrauch, Wärmeenergie, Stromverbrauch. Und vor allem wichtig ist, was ist die Möglichkeit, erneuerbare Energien zu nutzen, am Haus, am Dach, an der Fassade, also das Solarpotenzial. Dann ist ganz wichtig, dass er den Massnahmenkatalog schreibt, mit verschiedenen Möglichkeiten, mit Massnahmen, die auf das Haus passen, auch mit einer grobe Vorstellung der Kosten und natürlich das Ziel, das wir ja damit bewirken wollen, dass wir eben auch CO2-Einsparungen können realisieren können. Und das ist ganz etwas Wichtiges, das wir dann besprechen mit dem Hausbesitzenden. Und der kann selber entscheiden, entsprechend in welche Massnahmen zu investieren. Das ist etwas Wichtiges. Denn, Gebäudehülle und Gebäudetechnik, das sind auch die zwei Themen, die beim Haus ja wichtig sind. Sie kennen die Wärmedämmung für Einzelbauteile, das ist eigentlich das alte oder das nationale Gebäudeprogramm, das ja jetzt per 1.1.17 in die Kantone hineingeflossen ist. Das ist die Massnahme, wo wir jetzt so Wärmedämmung für Einzelbauteile abwickeln. Denn was wichtig ist, das ist eine neue Massnahme. Die kommt auch aus dem harmonisierten Fördermodell vom Bund, also von den Energiedirektoren zusammen beschlossen haben. Und das ist etwas Wichtiges. Vor allem das kommt dann aus dem Konzept heraus, das ich jetzt vorher erwähnt habe, kann man dann etabliert die Modernisierung machen. Und das ist ganz eine ganz attraktive Massnahme. Wir haben dieses Jahr haben wir jetzt für 4 Millionen haben wir Zusicherungen gemacht. Also, Sie sehen, da ist sehr eine grosse Wirkung da und das ist wirklich auch attraktiv. Und da geht es eben darum, dass man auch gesamtheitlich anschaut. Also, was ist die energetische Einsparung bezogen auf die Energiebezugsfläche? Während da geht es um Einzelbauteil. Da sind zum Beispiel die Fenster nicht mehr dabei. Hingegen, wenn Sie diese Betrachtung machen, dann fallen automatisch die Fenster auch wieder rein. Weil das ist ja auch eine Massnahme, die etwas bringt. Und da wird dann pro eingesparte Energie, also Wärme oder Heizwärme und Heizenergie, wenn der Bedarf zurückgeht, dann wird entsprechend da der Fördersatz dann, berechnet und dann kommt er dann auch entsprechend den Hausbesitzer darüber. Denn im Bereich erneuerbare Energien, wie ich gesagt habe, ist natürlich die Wärmepumpe ist das Heizsystem, das heute eingesetzt werden soll. Und uns geht es vor allem darum, dass die elektrischen Heizungen und fossile Heizungen da wirklich durch Wärmepumpe ersetzt werden. Und vielmal braucht es natürlich ein Wärmeverteilungssystem, wenn man eine Elektroheizung rausnimmt. Das ist nicht immer ganz einfach, aber da wird auch gefördert. Denn thermische Solaranlagen, Solarthermie, das ist nicht mehr so attraktiv. Da hat die Wärmepumpe zusammen mit der Photovoltaik hat eigentlich die links liegen lassen. Hingegen, es gibt noch ein Einsatzgebiet, zum Beispiel, wenn Sie noch eine gut funktionierende Gasheizung haben, dann macht es durchaus Sinn, dass man einen Sonnenkollektor installiert und dann hat man den Bereich, den Anteil erneuerbarer Energie hat man so abdeckt.
gerade im Zusammenhang mit dem UK 14 wird ein Thema sein. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der Solarthermie wieder ein bisschen vielleicht wird ansteigen bei den Häusern, wo die Gasheizungen noch bestehen bleiben. Aber klar, fossile, also Ölheizungen, sollte man ja gleich dann aus dem Verkehr ziehen. Elektroboiler, das ist eben auch nicht sehr effizient, die werden ja auch nach wie vor gefördert. Mit 1000 Franken, wenn sie einen Elektroboiler aus dem Verkehr ziehen. Das haben wir eigentlich schon mal gesehen bei dir, Martin. Das ist das Haus der Zukunft, oder? Am Anfang schaut man Gebäudehüllen an, Effizienz, Gebäudetechnik. Da probiert man auch im Beitragleister die Effizienz, CO2 zu reduzieren. Dann kann man selber Strom erzeugen am eigenen Haus. Also das heisst, man tut sich eigentlich vom Konsument zum Produzent entwickeln. Und dann kann ich noch einen Batteriespeicher hin tun. Wobei da muss man vorsichtig sein, weil da muss man schon in Zukunft auch vielleicht mehr das Areal betrachten oder eine Siedlung oder ein Quartier. Das macht Sinn und das geht natürlich dann in Richtung Autonomie. Oder? Also ich werde immer unabhängiger, wenn ich die eigene produziert oder erzeugte Energie kann in meinem Haus speichern und dann einsetzen, wenn ich sie wirklich brauche. Aber heute ist es natürlich so, ohne den Speicher ist eigentlich das EW mein Speicher. Oder? Und dort beziehe ich auch den Strom, wenn ich selber mit der Sonne nicht scheint oder wenn es Nacht ist. Dann, das ist eigentlich der letzte Schritt, oder? Dass ich mein eigenes Fahrzeug daheim aufladen kann. Da ist dann die Elektromobilität sehr schön abgedeckt. Also das heisst, sie werden zum sogenannten Prosumer. Und das ist eigentlich auch die Zukunft. Ich nehme an, da redet man dann mehr vom, dass das Haus sich eigentlich zum kleinen Kraftwerk entwickelt. Das ist so ein bisschen die Zukunft. Aber ich denke, das ganze Förderprogramm und so, geht es in die Richtung, dass man eben die Ziele, die ich anfangs geschildert habe, dass die so auch mit diesen Massnahmen können erreicht werden. Ja, guten Abend miteinander. Ich werde nachher eine Einführung, den Teil Energieanalyse und Betriebsoptimierung, ein paar praktische Beispiele zeigen, auch so, wie man es dann wirklich vorfindet bei so einer KMU-Beratung oder so einer Betriebsoptimierung. Das sind eigentlich derartige Beratungen, die aufgrund von dem Förderprogramm ausgelöst worden sind. Anfangen mit unseren Facility Services, weil die Basis von jedem Betrieb der Anlage ist die Instandhaltung. Wenn die Anlage nicht sauber instand gehalten wird, dann kann ich auch im Bereich Energieeffizienz nicht viel machen. Also zuerst muss ich schauen, dass die Betriebssicherheit gewährleistet ist, dass die Werterhaltung der Anlage funktioniert. Und dann kann ich einen Schritt weiter, dann gehe ich auf in die Anlagenbedienung, dass die Anlage wirklich sauber bedient wird. Auch dort ist sehr wichtig, dass man Fachleute hat und nicht irgendwelche Leute, die an dieser Anlage herumschrauben. Denn da verspielt man sich auch einiges an Energieeffizienz. Dann darauf rauf, dort kommt dann das ganze Energiemanagement und dorthin sind bei uns auch die Energieanalyse und Betriebsoptimierungen platziert, wo dann aufgrund von dieser Basis dann weitere Massnahmen erörtert und die dann auch umsetzt. Und so drauf braucht es immer noch jemanden, der das Ganze koordiniert, der schaut, dass unten dran alles miteinander ein bisschen zusammenspielt. Und das ist dann auch die Mandatsleitung, die für die Organisation und für die Qualitätssicherung zuständig ist. Dann die Energieanalyse, oder da haben wir jetzt auch von dieser KMU-Beratung geredet, ist da, um wirtschaftliche Massnahmen zu finden, die für die Steigerung der Energieeffizienz, also die dort dazu beitragen. Und von wirtschaftlichen Massnahmen redet man da meistens so bei Prozess 4 Jahre und Infrastruktur so 8 Jahre. Das sind so ein gängige Zahlen. Je nachdem, nach Unternehmen, die haben natürlich dann ganz andere Zahlen, die im Prozess zumal bei 2 Jahren sind. Und das beschränkt dann manchmal natürlich dann ein bisschen. Anfangen tut man mit dem Ist-Zustand erfassen, dann tut man Daten auswerten, macht einen Massnahmenplan. Und wenn es viel ist, dann ist es eben nicht nur ein Massnahmenplan, sondern ein ganzes Ersatzkonzept. Dann wird immer wieder so Betriebsoptimierung und Energieanalyse, weil das wird immer so ein bisschen miteinander vertauscht, weil Betriebsoptimierung heisst, ich tue den ganzen Betrieb optimieren. Aber in dem, also der Begriff, so wie er verwendet wird, ist das eine sehr wirtschaftliche Massnahme, die aus einer Energieanalyse herauskommen kann oder wo man eben auch so, wie es Philipp gesagt hat, einfach separat mal macht, um so ein bisschen die low-hanging fruits, wie man auch sagt, mal abzunehmen. Und die Betriebsoptimierung ist das Einstellen der Anlage. Das heisst, eben die Sollwerte verstellen, Zuluftkurven einstellen, Heizgrenzen, Heizkurven, Betriebszeiten. Das ist eine ganz einfache Massnahme, aber die vielfach
also wo man vielfach sehr viel herausholen kann. Man tut die Optimierungsvorschläge erstellen und tut sie eben auch umsetzen. Das ist sicher ein Vorteil der Betriebsoptimierung, weil es ja nur ein Einstellen ist und nicht grosse Investitionen braucht, kann man es auch umsetzen. Weil eingespart hat man erst, wenn man die Massnahmen umgesetzt hat. Das ist gleich auch bei der Energieanalyse schön, wenn man in die Umsetzungsbegleitung einkommt, dass man die Massnahmen wirklich auch weitertreiben kann und nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich dann auch umsetzen kann. Dann, was dann noch dazu kommt, wenn wir die Anlagenbedienung nicht selber machen, ist die Schulung vom technischen Dienst ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir hergehen, mit denen die ganze Betriebsoptimierung machen, dann bei der ersten Reklamation, die kommt, oder der ersten Nutzungsänderung, ist die Anlage nachher wieder genau gleich, wie wir sie am Anfang vorgefunden haben. Und darum ist die Schulung, dass die Anlage bedienen, auch wirklich wissen, was sie tun oder wissen, was sie auch im Haus haben, ist das ein extrem wichtiger Punkt. Dass man auch etwas herausholen kann, zeigt die Studie, die TENAF gemacht hat bei den KMUs. Da sieht man unten dran den Energieverbrauch vom KMU, der auch bis zu 500'000 Kilowattstunden geht. Und da oben sieht man Sparpotenzial. Man sieht, extrem viel sind so im Bereich 10-40%. Bei Spitzenreiter jetzt hier oben mit 45%, das ist sicher etwas Schönes, um so etwas anzuschauen. Und das Ganze basiert auf wirtschaftlichen Massnahmen. Es sind nicht irgendwelche Massnahmen. Einsparen kann man immer, wenn man vorher Geld hat. Aber das sind wirklich wirtschaftliche Massnahmen. Man wirklich sieht, dass das ein riesiges Potenzial ist. Und der Durchschnitt ist bei 22%. Und das ist wirklich enorm von wirtschaftlichen Massnahmen. Dass man auch die andere Agentur auch erwähnt hat, ist noch eine Studie von DECT. Die haben das Sparpotenzial auf Gewerch analysiert. Und da sieht man, dass praktisch bei jedem Gewerch, also von Lüftung, Heizung, Kühlung, Pumpe, Druckluft und Beleuchtung, mindestens also um den Bereich von 25% immer zu einsparen ist. Und auch da sind wirtschaftliche Massnahmen. Bei der Beleuchtung sind sogar bis 70%, das klingt mich ein bisschen wacker optimistisch. Ich glaube, da haben sie ein paar ganz gute verwünscht, was die Studie gemacht haben. Dafür bei der Belüftung, bei der Klimatechnik, dort bringt man vielfach sogar noch mehr raus, weil es ein relativ komplexes System ist, vielfach. Und ein komplexes System kann man immer viel falsch machen oder eben auch viel richtig machen. Dann eine Energieanalyse teilt man vielfach noch oder sinnvollerweise auch in zwei Schritte ein. Das ist eine Grobanalyse, wo auch die KMU-Beratung, die zählt als Grobanalyse. Man hat auch gesehen, von der Grössenordnung, von den Preisen her, was man da machen kann. Aber es ist sehr wichtig, dass man Schwerpunkte definieren kann. Und dann erst schauen, wie zum Beispiel bei diesem Beispiel, hat man verschiedene Prozesse, man hat Warmwasser und man hat Gebäude. Wenn man hier anfängt, da an den Gebäudehüllen etwas rumschrauben für viel Geld, hat man das Ganze vielleicht nicht ganz verstanden. Sondern man geht zu diesem Prozess und schaut, dass man den Prozess optimieren kann. Und wenn man nicht optimiert, dass man mindestens die Abwärme nutzt, um noch da ein bisschen Wasser und Gebäude das noch zu decken. Außer Gebäudehülle, wenn es natürlich gerade einräumt, dann muss man auch dort etwas machen. Aber energetisch geht man sicher zuerst einmal auf der los. Und dann kann man eine Detailanalyse machen und kann das gezielt dann anschauen. Dann das erste Objekt, das man davor gefunden hat, die Steuerung von ich vorgefunden habe, eine Steuerung von 1988, noch mit Analogreglern, wo schon lange keine Ersatzteile mehr vorhanden sind. Das heisst, es ist auch die Betriebssicherheit gefährdet, plus auch die Energieeffizienz, weil die kann gerne nur recht regeln, was sie eigentlich sollte. Dann sind alle Heizpumpen gelaufen und die haben im Sommer aufgenommen, die Anlage, es war draussen etwa 30 Grad gewesen. Das ist vielleicht auch nicht so ein Wahnsinnszeichen. Und dann haben wir auch noch diverse eben mehr Küche und auch Tömlerablauf gehabt, die einfach halt, ja, ziemlich gut genutzt sind. Das heisst, eben die Anlagen sind Ende vom Lebensdauer, von der Lebensdauer, hat kein Ersatzteil mehr. Man könnte da wirklich grosse Effizienzsteigerungen rausholen und eben auch die Abwärme nutzen. So ein System könnte dann so aussehen, das wäre dann ideal. Man kann die Anlage umbauen, da gibt es zusätzlich zu dem Umsetzungsanreiz, den der Kanton gibt, gibt es noch weitere Förderprogramme, wie zum Beispiel das Optivent. Also man gibt da einige dieser Fördertöpfe, die man abholen kann. Man muss ein bisschen wissen, wo die sind, aber sie nützen einem immer, um das umzusetzen. Dann ganz sicher die Steuerung erneuern. Man sieht, was da vorher drin war. Und dann kann man das auch immer nutzen, um Vorgaben machen, die Funktion. Also Umbauten sind immer grosse Chancen, weil dann muss man sowieso investieren. Manchmal, wenn nur 5% mehr oder 2% mehr investiere, kann ich energetisch extrem viel rausholen. Oder eben dann da der Tömler, wo die ganze Wärme vorher einfach fort ist,
könnte man über einen Verbund auch in die anderen Lüftungen tun, wenn man gerne am Umbauen ist, und so auch die Wärme für die anderen Räume nutzen. Dann das zweite Beispiel noch, eine KMU-Beratung. Da ist ein 20-jähriger Gaskessel, eigentlich haben sie vor allem wegen dem angerufen. Da muss man etwas Neues machen. Dann hat man Gruppen gesehen, nicht isoliert, auch eine Steuerung, die man nicht ersetzen kann. Eine Druckluft, die irgendwie tut, wo man auch nicht genau weiß, wie die Abwärme genutzt wird. Auch da muss man etwas machen, da muss man wirklich das Ganze ersetzen. Und das ist der Wärmeteil. Wenn man nachher noch den Kälteteil anschaut, sind die Maschinenkühlungen, was nicht kennen die, jetzt überall sieht man die in den KMUs. Und die sind dann eben auch vielfach noch mitten im gekühlten Raum. Also die kühlt die Maschine, bläst die Abwärme in den Raum ein, dass die Kälteanlage den Raum wieder abkühlen kann. Und dann, wenn es nicht langt, dann kann man ja noch so ein Splittgerät einstellen. Und das ist nicht so ein seltener Fall. Also den gibt es schon ab und zu. Dass man das Gesamtsystem verbessern kann, glaube ich, da muss man nicht ein Wahnsinnsberater sein. Schwieriger wird es dann, wenn man halt das Gesamtsystem muss, dann wirklich auch einen guten Vorschlag erstellen, um das Ganze dann wirklich auch verbessern und auch wirtschaftlich verbessern. Also die haben ja auch KMUs, haben eine Idee wie Geld. Also da muss man wirklich einen pragmatischen Ansatz finden. Das Wichtigste ist sicher mal, dass die Abwärme irgendwie rausgeht und nicht in den gekühlten Raum. Man kann das in einen anderen Raum tun, man kann Zonentraining machen oder die Lüftung ankoppeln, sauber und so die Abwärme vorbringen. Das ist sicher etwas vom Ersten. Und dann kann man zum Beispiel mit einer Wärmepumpe oder also einer reversiblen Wärmepumpe könnte man eben gerade auch die Gaskessel und die Kälte ersetzen. Das wäre ganz schön, weil da kann ich auf der einen Seite Kälte machen, ich kann Wärme machen, ich kann den Heizspeicher noch mit der Druckluft ergänzen, ich kann die Abwärme noch nutzen. Und auf der Seite der Kälte könnte ich mit Grundwasser noch diese Seite ergänzen, dass wenn ich diesen Teil nicht brauche, kann ich immer noch sehr günstig direkt mit Grundwasser die Kälte erbringen. Also so ein System kann man dann machen, wo man verschiedenste Systeme eigentlich in einem abdecken kann. Und wenn man das ein bisschen schlau macht, hat man eine extrem gute Lösung und extrem viel eingespart. Dann nach all den Effizienzsteigerungen, da wo noch bleibt, und es wird immer etwas bleiben. Und solange das KMU auch noch recht produziert, dann hat er auch noch andere Maschinen, Motoren, die laufen. Den Rest kann man dann eben durch eine PV-Anlage abdecken. Und auch das ist sehr wirtschaftlich. Also das ist ein reelles Beispiel, wo man mit 9,5 Jahren Payback-Zeit das schon rausgeholt hat. Und das bringt man her, wenn man den Verbrauch und die Produktion möglichst ein bisschen zusammenbringt. Und das ist bei einem KMU eben ideal, weil die arbeiten eben selten zur Nacht. Die sind eben wirklich vielfach auch wirklich dann am Arbeiten, wenn auch die Sonne scheint. Das letzte Beispiel noch von einer Betriebsoptimierung. Die sind gekommen, weil sie vor allem zu hohe Kosten hatten. Also das ist natürlich halt immer noch ein Auslöser. Es geht vielfach um Kosten und das ist einfach so. Und vor allem auch die Politik manchmal, die dort muss einen gewissen Rahmen machen, dass auch wirklich bei den Kosten auch etwas bewirkt. Die haben Wärmepumpen, mit dieser Wärmepumpe machen sie Raumwärme und Warmwasser und decken eben auch noch und an dem gleichen Zähler sind eben auch noch die ganzen Allgemeinbenutzer wie Lift und diese ganzen Geschichten. Man hat dann den Stromverbrauch ein bisschen angeschaut und hat gesehen, dass 80% oder über 80% vom Stromverbrauch ist im Niedertarif. Und da kann man auch ganz einfach auf die Daten vielfach auf dem EWE zugreifen, wo man so erste Punkte dann schon sieht. Man hat es noch ein bisschen weiter angeschaut und hat dann gesehen, dass 36% von dem Elektroeinsatz gebraucht worden sind. Also eigentlich haben wir ja, wie auch der Philipp ja schon erklärt hat, mit der Wärmepumpe mache ich das Warmwasser viel, viel effizienter, als wenn ich es direkt mit dem Elektroeinsatz mache. Und dann ist das ist ein Verdrahtungsfehler gewesen. Und der Elektroeinsatz ist immer dann gekommen, wenn es in den Niedertarif gegangen ist. Das heisst, immer zur Nacht, vom Abend um 7 Uhr bis am Morgen um 7 Uhr, ist der Boiler geladen worden auf über 65 Grad. Natürlich Samstag und Sonntag auch noch. Und dann hat die Wärmepumpe da gerne nie etwas reinbringen können. Und so hat man eine extreme Effizienzsteigerung herbringen können, dadurch, dass man das gelöst hat. Jetzt kann die Wärmepumpe da wieder das Warmwasser aufheizen. Es gibt immer noch eine gezielte Legionellenschaltung, das muss man auch machen, dass das Warmwasser zwischendrin wieder mal aufgeheizt wird. Das ist da alles noch gewährleistet. Dummerweise war da noch mal ein Fehler bei dieser Anlage. Vielfach ist es dann gerade immer, wenn mal der Hund dahin ist, ist er dahin. Da hat man ist eben die Wärmepumpe und wenn es draußen minus 10 Grad ist, tut die Wärmepumpe die Luft abkühlen. Macht damit, in dem Fall hat sie vorher 46 Grad gemacht.
Und das ist nachher wieder abgemischt worden auf 35 Grad. Weil viel Wärme kann ja gerne nicht auf die Bodenheizung. Für 35 Grad ist nicht so etwas, wie man die Bodenheizung maximal ausleitet. Und da ist die ganze Zeit, haben wir viel zu heiß, also der Speicher viel zu heiß geladen für gerne nichts. Und deshalb finde ich es immer noch ganz wichtig, Betriebsoptimierung heisst nicht eine Reduktion des Komfort. Wenn ich diese Temperatur 10 Grad abnehme, merkt er da hinten gerne nichts. Und deshalb ist ganz entscheidend, eine Betriebsoptimierung ist das Einstellen der Anlage auf die effektive Nutzung. Und die Nutzung gibt den vor, der da hinten ist. Und der muss, wenn der 22 Grad im Raum will, dann hat der 22 Grad im Raum. Aber für das muss ich den Speicher da nicht auf 46 Grad tun. Und dieser ja, relativ einfachen Massnahme, dass man eben die Heizkurven abhält, hat man extrem viel eingespart. Denn schön ist, wenn man noch ein Energiemanagement hat oder mindestens ein Energiecontrolling, wo man eben so Sachen vielleicht auch schon vorher merkt. Nicht erst irgendwie nach 5 Jahren, wo man immer findet, ja, ich zahle einfach zu viel. Sondern wenn man einfach gewisse Sachen monitort, dass man irgendwie den Wärmeverbrauch hat, den Stromverbrauch oder auch den Kälteverbrauch. Und dann sieht man eben so Ausreißer relativ schnell da beim Kälteverbrauch. Und dann kann man eben auch handeln. Noch zum Abschluss, ich hoffe, ich kann aufzeigen, dass es wirklich viele wirtschaftliche Massnahmen gibt, dass wirklich praktisch jedem KMU wirtschaftliche Massnahmen rum sind. Bis zu 45, das war der Spitzenritter, nicht mehr 100, wer das war. Aber durchschnittlich sind es doch 22%. Ein Ideal ist ein zweistufiges Vorgehen, dass man zuerst mal eine Grobschau macht, schaut, was ist so umeinander und sich dann auf etwas konzentriert und dann selbst genauer anschaut. Dann eben zuerst Energieeffizienz, dort möglichst viel rausholen und das, was man dort nicht rausholen kann, dann möglichst natürlich dann mit erneuerbaren Energien decken. Und die gewerksübergreifenden Lösungen, die finde ich noch sehr wichtig, weil vielfach findet man eben Lösungen, wenn man eben alles ein bisschen versteht. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man da jemanden hat, der halt von Strom etwas versteht, von Wasser etwas versteht, auch von Luft etwas versteht. Aber ich finde, das ist auch eine Anforderung an Energieberater und kann den Verbrauch überwachen. Ich kann auch Kennzahlen überwachen, das heisst zum Beispiel so ein COP, eine Wirkungskraft von einer Wärmepumpe, kann ich überwachen und wenn ich merke, dass der absackt, dann kann ich schauen, was passiert ist. Aber wenn ich kein Energiemanagement oder kein Energiecontrolling habe, dann merke ich das erst dann, wenn ich die Stromrechnung habe. Und die kommt dann eben meistens eben ein Jahr später und dann passt es mir dann wahrscheinlich nur so. Besten Dank, das wäre es gewesen.